Und herzlich willkommen wieder zurück zu Super Mario Land 2 mit Woosa. Woosa. Richtig, Daniel, du darfst die nächste Welt auswählen. Wir haben die Tiny Welt hinter uns. Was kommt als nächstes? Ja. Die Sternwelt, die Baumwelt, die Schildkrötenwelt, die Mario-Welt oder die Kuchen. Also wir machen als erstes mal die Welt, von der ich denke, dass sie am langweiligsten ist, nämlich die Baumwelt. Okay. Dann machen wir die Baumwelt. Damit wir die schon mal abgehakt haben, damit wir den langweiligen Teil weg haben. Oh, der Boss ist anscheinend so ein komischer Vogel, ne? Richtig, der Rabi. Oh yeah, pap. Okay. Das ist ein ungewöhnliches Konzept für ein Mario-Spiel. Also ich meine, das Grundsätzliche ist ja schon alles... Wow. Mir ging ein Frosch gerannt. Geil. Ja, grundsätzlich ist das ja schon alles so normal für Mario, aber... Gerade diese Spielwelten sind irgendwie, also die Welten sind irgendwie besonders für Mario. Ja. Also, und also es ist eben ein ziemlich altes Mario. Ich glaube, das Spiel ist von 1998. Ja. Wie du schon sagst, die Gegner sind relativ merkwürdig für ein Mario-Spiel. Ja. Und es gab damals noch keine festen Gegnertypen, außer eben Koopa und Goomba. Also ja, guck mal, dieses Vieh! Das gibt's niemals wieder. Ich weiß nicht, was das überhaupt sein soll. Guck mal, die Frosch. Das ist ein Mistkäfer, glaube ich, oder? Wobei, ne, Mistkäfer. Für mich war das immer ein Igel, weiß ich nicht. Das sieht doch aus wie ein Igel. Ja, stimmt, das kann auch ein Igel sein, das macht mehr Sinn. Mistkäfer, die machen ja Mistkugeln und drehen sich nicht selbst in der Mistkugel. Okay, ich bin. Okay, spring halt, da macht du durch. Oh, da ist es wieder. Oh. Alles nice. Fick. Frag mich nur, was das sein soll. Das sieht so aus mit. Also er wackelt ja so mit seinen kleinen Ärmchen, als ob er so total begeistert wäre. So. Ja, Mario. Oder nein. Der Igel. Aber ich glaube, der ist Igel. Total wütend und deswegen rastet er aus und dann zittert er. Ah, fuck. Nein. Oh no, Mario. Mario. Und das ist vor allem das erste Level und ich bin einfach nur so schlecht, weil ich total durchrush. Ja. Guck mal dieses Vieh an. Guck dir dieses Vieh an. Das ist so ein komischer Maulwurf mit einer Drillinase, was auch immer. Ich weiß, was haben die geraucht als fuck. Aber Claudio, wenn du doch vorhattest, deinen Speedrun zu machen, dann hättest du doch vorher üben können. Das wäre cool gewesen, ja. Aber weißt du, ein Typ, der einen Speedrun jetzt macht, der kriegt dieses Spiel in einer halben Stunde durch. Es gibt auch irgendwie so eine Art Glitch, der dafür sorgt, dass man sofort irgendwie bei das Schloss von... Fuck, ich habe die Glocke nicht getroffen. Das ist... Oh, fuck. Das kann zumindest ich auch nicht mit dem Speedrun. Nein, das wird echt nichts mit dem Speedrun. Oh, guck mal, die Libelle. Ich mache jetzt voll den Skill. Oh, ich mach nicht. Ja, total das Skill. Ich spüre den Skill, Mann. Ich spüre den Skill. Ich hab's geschafft. Yay. Der Score ist mir scheißegal. Ich weiß nicht mal, ob es Score gibt. Egal. Oh yeah, bitte kein Herz, ich will kein Herz haben. Das geht nach da, das geht. Ich krieg ein Herz, oder? Ich krieg ein Herz. Na gut, dann gib mir halt das Herz. Yeah! Was wäre dir denn lieber gewesen? Weiß nicht. Karotte oder. Na, guck mal. Das macht irgendwie keinen Sinn. Bin ich jetzt im Harz drin oder ich verstehe. Ich glaube, du bist im Baumstumpf und das ist der Harz. Was? Was ist das? Es ist eine Kuh. Die schwimmt. Das ist eine fucking Kuh, die schwimmt, ja. Seekuh, ja. Was haben die geraucht, verdammt, diese Japaner? Weiß ich nicht. Shigeru Miyamoto. Doko da! Nanda deska! Ich versteh's nicht. Wir brauchen noch einen Gegnertyp. Was für Viecher leben in einem Baum drin? Eine Seekuh. Kühe. Die schwimmen. Oh, geil, ey. Es ist ja nicht mal eine Seekuh, es ist tatsächlich halt eine schwimmende Kuh. Eine Seekuh sieht anders aus. Aber guck mal, die hat sogar eine Flosse, guck mal. Oh, was macht jetzt Boom? Toll. Oh, fuck. Oh, nein. Nein. Halleluja. Du musst den Harz nutzen. Hat auch schon Gerhard Schröder gesagt. Oh, fuck. Okay, alles gut. Aha! Warte, wie geht's? Ne, ich kann keinen Drehsprung machen, das kann ich nur machen, wenn ich groß bin. Okay. Los, zeig deine Skills! Ja, das will ich sehen! Okay. Warte, nicht. Ah, gut, nicht wieder von Anfang, das wäre scheiße. Ist hier noch was? Aha! Oh, Fizzle, die Dizzle!
Ah, no. Ah. Also so wie das aussieht, muss ich für dieses Projekt mal wieder das alte Claudio der Speedrun-Profi-Intro ausgraben. Das Nein, hier ist ja halt die Klappe, ich will sowas nicht hören. Wie du durch dieses Spiel durchrushst. Halt die Klappe. Das ist nicht nett von dir. Was? Dass du mich so verhöhnst. Wenn ich mir extra die Mühe mache, das Speedrun-Intro wieder rauszusuchen, oder was? Nein, du verhöhnst mich. Nein, das ist gar nicht wahr. Wollen die mich verarschen? Scheiße. Ich muss mich durch den Harz kämpfen. Ist das überhaupt Harz? Oder ja, Nektar? Ist das Nektar? Nein, 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 das ist Harz. Nee, das kann gar kein Nektar sein, was sag ich denn da? Aha. Also wenn es in der Baumrinde ist, dann ist es Harz. Kann ich das durch? Nein. Aja! Aha! Ja! Yeah. Da ist es schon, aber ich will... The final Glocke. The final Glocke. Ist ma. Do it. Ist mein. Just do it. Ja. Heftig. Geil. Nice. Ja, Lin. Gib mir. Sehr gut. Dankeschön. Auf, auf, ruft meine Mutter. Okay, Daniel, jetzt ist die Entscheidung. Wir können entweder in die Ameisen, in das Ameisen-Level, obwohl ich keine Ahnung habe, warum Ameisen auf einem Baum leben, oder wir können zum Bienen-Level. Nee, also ich muss echt sagen, ich habe keinen Bock auf fliegende Gegner, also lass uns über die Ameisen machen. Okay, auch für die Armen, wir machen sowieso beides. Oh, guck dir das, wir sind. Es gibt. Es gibt Ameisen auf dem Baum. Ich verstehe sowas nicht. Die Japaner haben keine Ahnung von... Das war knapp. Doch, doch, die Japaner haben voll Ahnung von Natur und Bäumen und so. Du hast keine Ahnung. Was machen Japaner im Baum? Ich verstehe so... Japaner wissen genau, wie es auf so einem Baum aussieht. Da gibt's Blätter, da ist grün... Ich mag das und... nicht, das ist voll scheiße. Ja, 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 ja. Okay, lalala, lalala. Ich meine, du bist schließlich Speedrun-Profi, du hast dieses Spiel schon 1000 Mal durchgespielt und das in 30 Minuten. Und jetzt machst du einmal einen normalen Run, ja, und dann das. Ich weiß, ich verstehe es auch nicht. Ja. Oh, oh, meine Schwarzameise. Oh nein, komm her. Okay, ich muss aber auch ehrlich zugeben, solche Levels wie das hier ja. sind schon kacke. Also mit so Aufzügen und so einem Scheißdreck. Ich mag das auch nicht so. Oh fuck. Oh, oh, Gott. Oh Gott, das sind ja doch fliegende Gegner. Lalalala. Die Hunde. Lala. Lalalala. Lalalala, da ist bestimmt was. Ja, sag ich doch, das war so stech. Ja, jetzt hab ich hier voll. Will ich das? Nein. Scheiß auf die Münzen. Scheiße. Aber du willst doch das Extra Life. Ich will kein Extra Life. Oh, das war mies. Das hätte so auch was I Wanna Be The Guy sein können. Es w- was? Ah, guck dir das an. Oho. Voll der geheime Save. Okay, kann aber du musst da hoch. Aha. Da. Fuck. Nein, Claudio, warum? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Töte doch die Ameise, du hast sie getötet. What the fuck? Yeah, full cheating. Nein! Yeah, voll verkacking. Voll verkacking. Dann machen wir so. Hui. Alter, das ist voll die epische Abkürzung. Kann ich das? Ich hab's es doch irgendwie voll gecheatet. Okay, dann halt nicht. Für alle, die das hier interessiert, mich interessiert es persönlich nicht, aber wir befinden uns gerade in der Fußball-Weltmeisterschaft zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Mich interessiert's auch. Deutschland hat sein zweites Gruppenphasenspiel gegen Schweden und wir sind in der 90. Minute und es steht 1-1. Jerome Boateng hat eine rote Karte bekommen.
Ich verstehe. Okay, ja. Aber weißt du, wir machen jetzt die Bienenwelt. Bienenwelt. Bienenwälder sind so schön. Ja, ja. Warte. Bienenwelt. Die Bienenwelt. Ah, ich erinnere mich an dieses Level mit diesen kleinen Mini-Bienen, die irgendwie in den Waben waren. Fliegende Gegner. Guck dir wie, an, wie süß das ist, aber es verfolgt einen die gesamte Zeit, glaube ich, oder? Na, es ist so ein Psycho-Scheiß. Na. Ich mag diesen Psycho-Scheiß. Das sind die Booms, aber irgendwie die heftigen. Guck mal, wie, guck dir mal das Gesicht von denen an, jetzt mal wirklich, ohne Scheiß, was soll das? Siehst du, wie gelangweilt die gucken? Ups. Ja. Und dann springst du auch noch voll rein in das Ding. Ich weiß. Ups. Und dann auch noch in die niedliche kleine Raupe, die da unten so rumwuselt. Oh ne, jetzt habe ich wieder von vorn anfangen, oder? Ja. Da, 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 da. Claudio hat nur noch 4 Leben und danach muss er das Spiel neu beginnen. Ich hab nur noch 4 Leben, ist geil. Du musst sehr vorsichtig sein, Claudio San. Psychobienen. Psychobienen. Das sind die Psychobienen. Kann man die überhaupt töten? Nein, kann man überhaupt nicht. Gut. Halt die Klappe! Dankeschön. Also okay. Ja, scheint Deutschland hat ein Tor gemacht. Interessiert mich nicht. Ja. Aber ist okay. Oh fuck! Noch kann ich das nicht bestätigen, da mein Internet das noch nicht so angezeigt hat. Kann ich noch nicht sagen. Also ja. Jedenfalls. Für die Leute, die Fußball mögen, von mir aus. Mir ist es scheißegal. Und das sage ich nur, weil ich kein Patriot bin. Das ist richtig. Ist mir auch scheißegal, ob Deutschland rausfliegt oder nicht. Können mich mal kreuzweise. Ich mache das jetzt. So, ich sag alle. Alle! Schnallt euch an! Ja! Heftig! Schnell nach oben! Bitte. Momentchen, da ist doch was. Wusste ich's doch. Haha. Geht doch. Also bestes Commentary von. Oh, nochmal. Was? Ah, Mann. Mit? Ich will alles. Geht doch. Okay. Ja, Claudio, du willst alles, denn du willst das Extra Life. Sehr gut. Nice. Warst du auch das Bienenlevel hinter dir? Ja. Nun wird es. Achso, ja. Der Scheiß. Warum okay, nimmst du eigentlich immer. Ich krieg die Karotte. Ist gut. Gib die Karotte. Geil. Warum? Ja? Die Karotte zum Fliegen. Weil Kaninchen richtige viele Schlappöhrchen haben und die fliegen dann. Okay. Gut. Ich verstehe, das macht Sinn. Gut. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Das hätte mir eigentlich vollkommen bewusst sein sollen. Ah doch, jetzt kann ich es bestätigen. Deutschland hat noch ein Tor geschossen. Es steht 2-1. Interessiert mich nicht. Ja. Hat nichts in meinem Projekt zu suchen. Das ist überhaupt nicht wahr. Du nimmst dein Projekt zu diesem Zeitpunkt auf und du hattest so gesehen, was damit zu tun. Nein! Oh doch! Das stimmt nicht. Wer nimmt denn einfach während einem Fußballspiel auf? Ich. Weil ich eine coole Scheiß. Weiß ich nicht. Ist da was drin? Ja. Alles meins. Oh du verdammte Goomba, yeah! Episch! Oh, ups. Das ist eine gute Musik, oh ja, ich mag die Musik sehr. Oh mein Gott, die ist voll cool, ich mag sie. Ja, ich hab ganz viele Hormone geschluckt. Was? Ich weiß auch nicht, ich bin ein ganz alter Italiener.
Ein ganz alter Italiener, er ist ein ganz alter Oh yeah, Italiener. Checkpoint. Geil. Dieses Level hier ist in den Wolken, es ist. Weiß ich nicht. Wir müssen ja zur Baumkrone, aber wir sind schon in den Wolken drin. Wie kannst du das erklären, Daniel? Ich kann mir das nur so erklären, dass dieser Baum sehr, sehr lang ist und wir quasi von der einen Ende der Baumkrone an das andere müssen. Ah. Weil wir sind ja schon noch in der Nähe der Baumkrone, sie ist ja unter uns. Auch wenn sie genauso aussieht wie die Wolken. Man könnte fast meinen, es gäbe dafür nur eine Textur. Fuck. Nein! Okay, das passiert. Ah, ja, das passiert. Es wird Zeit für den Boss. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen, gegen den bösen Lord Raven. Ich habe keine Ahnung, warum er seinen Schaden hin und her bewegt, aber guck mal, was er macht. Er macht es so. Wie macht er denn? Wow. Oh nein. Man kann ihn eigentlich voll leicht besiegen, ich zeig dir wie. Aha, da kommen jetzt wieder Claudius Kindheitserinnerungsskills. Ja. Wow. Besiegt. Wow. Kaputt. Guck mal, rate mal, was in seinem Ei drin ist. Oh mein Gott, da ist die Münze drin. Oh mein Gott, warte, was? Ich weiß auch nicht wieso. Aber es ist so. Why? Baum. Was genau? Achso, das soll ein Baum sein. Okay, ich verstehe. Das andere ist so ein kleines Mini-Haus. Okay, wir haben das auch geschafft. Ich glaube, wir machen einfach eine Welt pro Part. Also ja, dann bis zum nächsten Part. Ja, Gorge.